Also Fragestellung der Veranstaltung ist, welche Politik muss die Linke machen, um langfristig eine sozial gerechte, klimaneutrale und friedensunterstützende Perspektive für die Menschen zu schaffen, hin zu einem politischen Systemwechsel? Wir haben heute zwei Autoren eingeladen, die sich in den strittigen Maßnahmen der Pandemie befasst haben. Zu meiner rechten Seite Norman Pech, zu meiner linken Seite Werner Rückmer. Rückmer. Und auch ein herzliches Willkommen. Und danke dir, Werner, dass du aus dem schönen Köln nach Hamburg angereist bist. Heute mal pünktlich mit der Bahn. Ja, Wahnsinn. Ganz ungewöhnlich, ich weiß nicht warum. Ausnahmen. Bevor Norman das Wort übergebe, würde ich gerne noch mal ein paar Eckdaten zu deiner Person noch mal uns dem Publikum sagen. Du bist geboren 1938 in Bremerhaven. Ja. Du studiertest Geschichte, Recht und Entwicklungspolitik, Dissertation im Bereich Arbeits- und öffentliches Recht. Du warst tätig, Bundesministerium für Wirtschaft, Entwicklung in Bonn, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Forschungsstelle der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, Professor für politische Wissenschaft bei der einstufigen Juristenausbildung der Universität Hamburg und für öffentliches Recht an der Hochschule für Wirtschaft, Politik und Politik in Hamburg, besser bekannt als HWP. Ich glaube, da hat fast jeder Dritte hier studiert, inklusive meiner Person. Aber wir hatten leider nie das Vergnügen gehabt. Mitgliedschaft in verschiedenen Gremien des Bundestages. Eine Sache noch, 2009 warst du Mitglied des Deutschen Bundestages, außenpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke, also für uns. 2010 begleitest du einen internationalen Konvoi, Ziel Gazastreifen, muss ich sagen, wirklich großartig. Buchautor, Autor von zahlreichen Abhandlungen und Monographien, Publikationen, Beiträgen und Gutachten, Ratgeber und Redner bei diversen Veranstaltungen, zahlreiche Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen und du hast uns in der Corona AG uns wirklich sehr gut begleitet. Auch von uns nochmal einen vielen Dank und ich übergebe dir das Wort. Okay, ja. Ich bin fast überwältigt über meine eigenen Tätigkeiten. Aber gut, ich begrüße alle sehr herzlich. Ja, hoffen wir, dass das die letzte Veranstaltung ist und dass es hier so weitergeht, wie es jetzt schon in Dänemark und auch in Schweden. Ende September werden auch in Schweden alle Restriktionen aufgehoben. Das ist auch dort zu geben. Unter diesem Banner werden wir hier vielleicht unsere Hoffnung und unsere Kritik auch stellen können. Ja, eine Vorbemerkung. Die ganze Diskussion hat sich ja etwas verschoben. Zunächst war sie konzentriert auf den Lockdown als die Eingriff in unser Leben, in unsere Grundrechte und so weiter. Und jetzt hat es sich ja etwas verschoben, da Lockdown selber von denjenigen, die sie immer verordnet haben, nicht mehr so als sinnvoll angesehen wird, zur Impfpflicht, die man nicht einführen will, aber man sie sozusagen doch auf anderem Wege faktisch einführt. Die Aspekte, die dabei jetzt behandelt werden, sind so vielfältig und Kevan hat das eben schon ja einen ganzen Strauß dort benannt, dass ich kein systematisches Referat hier machen will, sondern ich werde einige unsystematische Aspekte und Probleme ansprechen, die man aufgreifen kann, aber die man auch ergänzen kann, je nachdem euren Erfahrungen, auch euren Interessen in der Diskussion. Ich fange einfach mal an, was man täglich jetzt über die Zeitungen so bekommt. Da war das erste, das war vor einer Woche, da hatte ich schon mal einen Vortrag, da las ich in der FAZ meine tägliche Lektüre, seelisches Trümmerfeld. Die Psyche junger Menschen erweist sich in der Pandemie als besonders zerbrechlich. Alarmierend sind die Befunde unter Heidelberger Studenten. Und dann wird aufgezählt, in welcher Art und Weise eigentlich Lockdown
die ganzen Maßnahmen der Pandemie auf nicht nur Jugendliche, sondern insgesamt eingewirkt haben. Und zwar hier, es wird ja nicht nur aus Heidelberg, sondern University College of London, die psychische Belastung der jungen Menschen überschreite insbesondere aus Mangel an sozialen Kontakten einen international anerkannten Risikogrenzwert in 18-60% der Fälle. Und es geht weiter, mehr als die Hälfte der jungen Leute beklagte seelische Belastungen, Depressionen oder Angstzustände. In der amerikanischen Studie war die Häufigkeit von schweren Depressionen doppelt so hoch wie im Jahr vor der Pandemie und generalisierte Ängste wurden 1,5-mal so oft genannt. 3/4 hatten der Probanden oder der Interviewten aus der Heidelberger Studie 3/4 klare Hinweise auf psychische Krankheiten. Bei 41% wurden Hinweise auf schwere Depressionen festgestellt. Das heißt, dort musste ein enormer Apparat psychotherapeutischer Hilfestellung und auch von Psychologen in Gang gesetzt werden, um dem irgendwie gerecht zu werden, um das behandeln zu können. Heute wiederum, gestern war es in der große Lernlücken. In Hamburg hat es eine Studie gegeben, die jetzt nachgewiesen hat, dass aufgrund des Lockdowns für die Schüler, insbesondere die Grundschüler, einen enormen Rückstand an Lernfortschritten, und zwar sowohl im Rahmen Deutsch, Mathematik, wie aber auch Rechtschreibung insbesondere. Und zwar wohl uneinholbar in den nächsten Jahren. Das heißt, es muss eine doppelte Workload für alle Lehrer, für alle Lehrerinnen und alle Schulen jetzt bewältigt werden, um überhaupt auf einen Stand wiederzukommen, der ungefähr dem vor der Corona-Zeit entspricht. Das ist sozusagen das, was einem permanent jetzt wirklich auch geliefert wird. Und es wird einem so geliefert wie jede Nachricht, ob das Verkehrsunfälle sind oder ob das die Börsennachrichten sind. Das geht an den Leuten offensichtlich, insbesondere diejenigen, die über die nächsten Maßnahmen zu entscheiden haben, einfach vorbei. Will ich 3 Punkte ansprechen, die mir immer wesentlich gewesen sind. Einerseits das Problem, was ist eigentlich die Gesundheit und was wird daraus gemacht im Augenblick? Das zweite ist sozusagen das Instrument der Angst und der Panik, mit der gearbeitet wird. Und das dritte ist dann die Gefährdung unserer Demokratie durch wirklich massive Eingriffe in unsere Grundrechte. Und wie kommt man da eventuell heraus? Das, was wir auch in der Corona-AG ja zugrunde gelegt hat, ist das, was in der öffentlichen Diskussion eigentlich nie eine Rolle gespielt hat. Ich habe es in keiner Zeitung gelesen, nämlich der Gesundheitsbegriff der WHO als ein Zustand, ich zitiere, völligen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen. Das, was wir aus Berlin täglich bekommen, ist nur der Fokus auf sozusagen die Gebrechen und die Krankheiten, die eventuell mit den Inzidenzzahlen zu erwarten sind. Und ich erinnere, genau im März von 2020 war die Begründung für den ersten Lockdown Schutz des Gesundheitssystems vor der Überforderung. Und das ist ein weiterer Punkt, der natürlich real ist, wenn man ein bestimmtes Gesundheitssystem, was eigentlich europaweit oder weltweit in der Bundesrepublik nicht schlecht ist, ich will nicht sagen vorzüglich, aber nicht schlecht, aber das musste geschützt werden vor Überforderung, wobei dann im Hintergrund allmählich immer klarer wurde, was das eigentlich bedeutet, denn man steht in einer langen Geschichte der Privatisierung von Krankenhäusern und damit auch der Privatisierung von Kliniken, und zwar nicht etwa, dass die dann von der öffentlichen in die private Hand übergingen, sondern sie wurden eingestellt. Es gab eine Reduktion der Zahlen der Intensivbetten, auch in der gleichen Zeit, und zwar im Jahre 2020, als es eigentlich darum ging,
dass man das Gesundheitssystem schützen und damit entwickeln musste, hat man es zurückgefahren. Konzentration, das war damals die Devise auch von Bertelsmann, die sagte, wir haben zu viele Krankenhäuser, wir müssen sie spezialisieren, wir müssen Zentren haben der Gesundheitsvorsorge. Aber das ist damit dann verbunden, dass nicht nur Kliniken, sondern eben auch Intensivbetten, auf die es dann ankam, mit der speziellen Ausrüstung von Beatmungsgeräten und so etwas, dass das zurückgefahren wird. Das hat auch die weitere Folge dann der Finanzierung, der Fallpauschale, das sind nur Stichworte, die eigentlich alle zum Negativen dieses Gesundheitssystems zählen, bis hin zu dem, dass plötzlich auch die Gesundheitskräfte, die diese Apparaturen eigentlich bedienen sollten, fehlten. Sie wanderten aus, sie gingen zurück wegen Überlastung, das ist klar, es gab eine Verringerung der Gesundheitskräfte. In der Zwischenzeit scheint es wieder aufgeholt zu haben, vielleicht oder wahrscheinlich hat Werner darüber konkretere Zahlen. Und ich will das deswegen so hervorheben, weil wir, und das ist allmählich ja Gemeingut für alle, die darüber diskutieren, wir im Jahre 2013 eine Risikoanalyse des RKI vorliegen hatten über zukünftige Pandemien, die das alles vorausgesagt hatten. Wie sozusagen sogar die Todeszahlen, sogar die Intensivbettenzahlen wesentlich höher eingeschätzt haben, als das, was es dann letzten Endes bedeutete. Das lag 2013 allen Abgeordneten im Deutschen Bundestag auf dem Tisch. Die Frage ist, weswegen ist nichts dazu geschehen? Und das ist ein ganz aktuelles Problem, was wir auch heute haben, denn im Herbst 2013 waren Bundestagswahlen und ein halbes Jahr davor kümmert sich ein Abgeordneter und eine Abgeordnete um nichts anderes, um ihre Zukunft im Bundestag und dort ist nur ihre sozusagen nächste Wahl im Zentrum und dann ist ein Papier über eine eventuell 10 Jahre noch auf sich wartende Pandemie überhaupt gar kein Grund, irgendetwas zu tun. Das heißt, es ist ein teures Risikoanalyse gewesen, die aber nichts genützt hat. Heute wird das eingestanden, aber das ist im Durchlauf eines parlamentarischen Lebens auch nicht angelegt, denn das dauert immer nur 4 Jahre und wird wiederbelebt alle 4 Jahre. Was darüber hinausgeht, wird nicht bedacht. Das ist im Grunde nicht die Aufgabe dann der Abgeordneten. Das ist ein Strukturfehler dieses Parlamentarismus, so würde ich das ausdrücken. 2020 war dann infolge dieser Überlastung oder dieser unvorbereiteten Belastung des Gesundheitssystems, das und das fand ich auch, 2,4 Millionen Behandlungen und Operationen bei den Krankenkassen weniger abgerechnet wurden. Das heißt, man hat sozusagen auf der anderen Seite gespart, um dieses hier irgendwie bewältigen zu können. Das, was nicht notwendig gewesen wäre, hätte man Vorsorge gehabt. Und ein letzter Punkt zu dieser Frage eben. Zu Anfang gleich, ich erinnere das noch, März, April, gab es durchaus Überlegungen, wie kommt man da eigentlich in Zukunft raus und ist die Privatisierung eigentlich das Heilmittel für die Gesundung des Gesundheitssystems. Und dort kamen schon Gedanken auf eine Rekommunalisierung dieser ganzen privatisierten Kliniken in Gang zu setzen. Dieses ist allerdings heute vom Tisch. Das ist eine Diskussion, die offensichtlich nirgends mehr geführt wird. Tabu ist, wie sowieso Enteignung und Kommunalisierung im Augenblick nicht in die politische Landschaft fallen. Der zweite Punkt ist, das, was wir bemerkt haben, ist auch systematisch eingestanden worden. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in England gibt es dort allmählich durchgedrungene Vorlagen in den Ministerien. Man muss Angst und Panik erzeugen, um das durchsetzen zu können, was man will, weil es nämlich schwer in die Rechte und die Lebenssituation der Bürgerinnen und Bürger eingreift. Und dieses hat man mit sehr
sozusagen subtilen Maßnahmen auch mit sehr groben Maßnahmen gemacht. Die grob, ich weiß gar nicht, ob sie grob oder subtil ist, sind die Infektionszahlen, die Inzidenzzahlen. Das ist heute immer noch eigentlich die Hauptsache, jeden Morgen uns unter der Dusche bis hin abends vorm Bett zu Bett gehen serviert werden. Und zwar ohne jegliche Differenzierung. Das, was eigentlich heute allmählich klar geworden ist, dass es darauf ankommt, wer muss denn eigentlich ins Krankenhaus und dann in die Intensivstation, das wird da nicht rausgefiltert, sondern es wird mit der Zahl der Infektionen insinuiert oder beziehungsweise vorgespiegelt, das ist Krankheit, obwohl man weiß, das ist keine Krankheit, sondern man ist damit sozusagen jeder Differenzierung aus dem Weg gegangen, die sagt, es gibt viele, ich selber gehöre dazu, die einmal mit positiv Getesteten einen Tag lang intensiv zusammen war, aber nichts gespürt habe, überhaupt gar nichts. Dann gibt es die, die einen Schnupfen, eine Erkältung haben, die dann vielleicht mal eine Woche im Bett bleiben müssen, bis hin zu denen, die dann ins Krankenhaus müssen und dann die, die auch auf Intensivstationen müssen. Hätte man das differenziert, hätte man nie den Druck aufbauen können, der notwendig war, damit der Lockdown auch einigermaßen akzeptiert wird. Sondern das war mit Schocktherapie, das war mit sozusagen Angst machen und das war die Problem, was relativ früh erkannt wurde, dann zum Teil eingestanden, aber er hat sich nie richtig geändert. Man weiß schon, dass der PCR-Test, auf den es jetzt hinausläuft, der Schnelltest wird abgeschafft, der PCR-Test, der wird für diejenigen, die sich nun gar nicht impfen lassen wollen, dann nur noch vorrätig gehalten, ist nicht der Nachweis für Krankheit. Das weiß man allmählich, aber trotz alledem, das ist die Vorstufe zum Impf, sozusagen Verbot oder zum Zutrittsverbot, zum Ausschluss aus dem öffentlichen Leben für diejenigen, die das nicht haben. Es gab auch darüber hinaus insgesamt keine Differenzierung. Das ist mir immer wieder, das zitiere ich auch unentwegt, im Einzelhandel, in der Kultur und auch in der Universität. Ich habe in allen Lockdowns jeden Tag, sonntags bis nachmittags, beim Bäcker Brötchen, Brot und Kuchen einkaufen können. In dem Laden daneben, das war ein Hutladen, der war die ganze Zeit geschlossen, obwohl klar ist, dass pro Tag vielleicht 2, 3 Leute sich dort eine Mütze kaufen würden. Und es kein Problem gewesen wäre, das so einzurichten, dass alle Stunde vielleicht nur ein Mützenkäufer oder Käuferin da hineinkommt. Nichts dergleichen. Aber es gab dann, das ist auch deutlich geworden, doch Differenzierung und Ausnahmen bei großen Industrieunternehmen, die eben irgendwie systemrelevanter sind als ein Hut- oder Mietergeschäft. Nicht? Das ist schon klar. Zwei Zahlen, die mich eigentlich überrascht haben. Von 45 Millionen abhängig Beschäftigten, die wir haben im zweiten Lockdown Anfang 2021, waren 34 Millionen an ihrem Arbeitsplatz. Ich finde das gut, dass Sie dort waren, aber was ist denn das eigentlich für eine Differenzierung, die hier gemacht wird? Wieso lässt man die Kleinunternehmen, die kleinen Krauter über die Klinge sprechen? Dort wird auch nicht einmal die Maskenpflicht kontrolliert. Die ist zwar vorgeschrieben, aber wer das nicht macht, wird dort nicht kontrolliert. Und dann zum dritten Punkt, der ist spät. Aber insgesamt, und das muss man sagen, von Juristen, und zwar nicht nur in der jungen Welt, sondern eben auch in der FAZ, und zwar von klassischen, konservativen Juristen, dann doch sehr nachdrücklich betont und aufgerufen wurde. Nämlich die Gefährdung der Demokratie durch den massiven Eingriff in unsere Grund- und Freiheitsrechte. Und zwar flächendeckend. Ich habe jetzt kein Grundgesetz hier mitgebracht. Ihr wisst es alle, das ist sozusagen, das geht von der Meinungsfreiheit bis hin zur Pressefreiheit, Bewegungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit. Und man wird da als Jurist noch sehr viele andere Eingriffe in die Grundrechte identifizieren können, die landläufig man gar nicht so merkt, aber die bedeutsam sind.
Und man hat dann sozusagen die Methode dazu war der Rasenmäher. Der Rasenmäher ging über alle diese Dinge hinweg ohne Differenzierung. Und zwar, man hatte dort einen Hebel gefunden, der bis heute angewandt wird, und zwar die epidemische Lage nationaler Tragweite. Wenn die erfüllt ist, und die musste allein gesetzlich definiert werden durch den Bundestag, das waren dann die singulären Stunden, in denen überhaupt der Bundestag darüber diskutierte. Alles Übrige, alle Maßnahmen wurden auf die Exekutive abgeschoben und die hatte dort sozusagen das Sagen dann, wie das öfters so ist, im Notstand oder in der Ausnahme, das ist die Stunde der Exekutive und die konnte dann mit der sozusagen immer wieder ja, bis heute verkündeten epidemischen Lage nationaler Tragweite handeln. Und ihr müsst euch nur einmal, auch das habe ich nicht mitgebracht, weil es zu umständlich ist, Paragraphen 28 und 28a des Infektionsschutzgesetzes ansehen. Das ist mehrfach geändert worden. Das ist mehrere Seiten lang, nicht etwa kurze, sondern ellenlange, schwer zu lesende Sachen, in denen ein Instrument der Folter definiert wird, was, wenn man es zusammennimmt, die einzelnen Maßnahmen, einen kompletten Ausnahmezustand in der Republik hervorrufen kann. Es ist auch nicht etwa gesagt, es dürfen vielleicht nur 3 oder 4 Maßnahmen gleichzeitig ergriffen werden, sondern es ist die Möglichkeit, wer die Fantasie oder auch sozusagen die Macht empfindet, der kann alle Maßnahmen, 13 an der Zahl, und dann ist der Laden, dann ist die Republik dicht. Das ist dort drin, ist nie richtig thematisiert worden, aber es ist auch nie richtig vor dem Bundesverfassungsgericht, wo jetzt einige Verfahren noch schweben, wohl angegriffen worden. Aber das halte ich für eine der schwierigsten und eine der größten und gefährlichsten Eingriffsvarianten, die wir haben. Es gibt auch keine Prüfung dann, das was im Verfassungsrecht eigentlich zum täglichen Brot jedes Richters und jedes Verfassungsrechters gehört, alle Maßnahmen, die man ergreift, nach der Verhältnismäßigkeit, der Geeignetheit und der Angemessenheit zu prüfen. Ich will ein Beispiel nennen. In der, sozusagen in der Politik, der Berliner Politik spielt das Recht auf Leben oder hat das Recht auf Leben einen absoluten Vorrang. Das ist im Grundgesetz nicht zu begründen. Sondern das kommt erst vor in Artikel 2, Absatz 2, und zwar nach Artikel 1 der Menschenwürde und auch nach Artikel 2, Absatz 1, Freiheitsrechte. Das heißt, das Recht auf Leben ist ein Recht wie alle anderen und unterliegt auch der Einschränkungsmöglichkeit, die es gibt, wenn es notwendig ist. Das heißt, es gibt sozusagen an der oberen Stufe, das mag einige jetzt erschrecken vielleicht, einige Pastoren auch oder Mediziner, aber es gibt kein dominantes Recht an erster Stelle, Recht auf Leben. Denn man muss sich sagen, man muss ja auch ein Leben in Menschenwürde leben können. Was ist eigentlich ein Leben ohne Menschenwürde? Ein Folterkeller, das ist dann auch kein Leben. Das heißt, auch das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit ist in der Rangfolge gleichrangig mit allen anderen, kann eingeschränkt werden, aber es muss immer der Prüfung der Geeignetheit, der Verhältnismäßigkeit des Eingriffes und auch der Angemessenheit unterliegen. Und das ist nicht berücksichtigt. Das ist zwar immer wieder von Juristen auch angemahnt worden, aber in der praktischen Politik habe ich nie gemerkt, dass es zumindest auch in der Presse überkam, dass das berücksichtigt worden ist. Es spielt vor etlichen Gerichtsentscheidungen, die in der ersten Instanz sehr oft positiv für diejenigen gegeben haben, die sich dagegen gewehrt haben. Aber in der zweiten und dritten Instanz ist das meistens dann beseitigt worden. Und es gibt auch einige Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts schon, die eigentlich
immer im Mainstream des politischen Konsenses der Republik sich bewegen. Und das darf man sich eben auch, das kann ich als Jurist immer nur sagen, keine Hoffnung machen, was man politisch nicht durchsetzen kann, dass man das von 8 höchsten Richtern kriegen. Denn das sind alles Gewächse dieser Gesellschaft, die genauso die FAZ und die Süddeutsche lesen wie alle anderen und auch dadurch beeinflusst werden. Und das sind keine juristischen Fragen, die dort behandelt werden, sondern das sind alles politische Fragen, die nur im juristischen Gewand dann der Gesellschaft übereignet wird. Und das ist alles das, was ich dann auch selber gemerkt habe. Diese ganze Auseinandersetzung hat eine Aggressivität gegen Kritik hervorgebracht, die eigentlich sehr zerstörerisch ist für das ganze Milieu unserer Gesellschaft. Vielleicht erinnert ihr euch noch, es gab dann etliche Künstler, die Satire auf diese Maßnahmen gemacht haben. Manche gut, manche schlechter oder so etwas, darauf kommt es nicht an. Aber wie die angegriffen worden sind, mit einer aggressiv und sie, wie deren Berechtigung, sich lustig zu machen über die dort in Berlin, die diese Maßnahmen durchführen wollen, das hat mich schon sehr erschüttert. Wenn ich auf der anderen Seite sehe, dass die sonstigen als Querdenker, als bis hin zu Antisemiten versucht wurden, aus dem Diskurs und der Diskussion über diese Maßnahmen eigentlich herauszunehmen. Bis hin, dass der Verfassungsschutz sich jetzt Gedanken macht über alternative Plattformen und die, wenn sie politische Entfremdung in Deutschland nach ihren Maßstäben oder nach ihren Vorstellungen schüren, sie dann auch in ihre Beobachtung nehmen. Das ist das Allerletzte, was ich mir eigentlich wünsche darauf. Das heißt, hier ist der Aufbau, der langfristige, und das ist jetzt auch nur sozusagen in stenografischen Worten gesagt, es wird hier eine autoritäre Überwachung in unserer Gesellschaft installiert, von der ich insbesondere so nicht nur überrascht, sondern auch eigentlich verängstigt bin, weil sie von den meisten in dieser Gesellschaft, auch in meinem Umkreis, einfach so hingenommen wird. Dass sozusagen diese Form der autoritären Verhärtung eines Überwachungsstaates eigentlich letzten Endes nicht erkannt wird. Und wenn wir uns dann überlegen, dass dieses Instrument der Panikmacher, der Angstmacher auch dann in einem anderen sozusagen in einer anderen Lage nationaler Tragweite vielleicht, in einer Terrorlage angewandt wird, dann kann mir Angst und Bange werden, was dann diese Gesellschaft bereit ist, auch an Rechten und Freiheiten aufzugeben, um sozusagen einer autoritären Regierung zu folgen. Das ist alles, was ist die Alternative, darauf kommen wir bestimmt. Ich komme noch auf Dänemark und Schweden dann später zu sprechen. Danke. Danke, ja. Vielen Dank. Dankeschön. So, vielen Dank, Norman, für den wirklich tollen Beitrag. Wir kommen dann zu unserem nächsten Gast, den ich schon vorgestellt habe, namentlich. Nochmal ein paar Eckdaten. Ich darf doch beim Du bleiben. Ja, ja. Aber nicht so lang machen wie bei. Bei dir ist es auch ein bisschen kürz. Du bist doch noch einen Tacken jünger. Also ich mache immer. Werner ist geboren 1941 in Amberg. Deutscher Journalist und Publizist, studierte Literaturwissenschaften, Philosophie und Ökonomie, Vorstand der Service Civil International, Referent im ASTA der FU Berlin bis 1969, Redaktion der pädagogischen Fachzeitschrift Demokratische Erziehung, diverse dokumentarische Hörfunk- und Fernsehsendungen, vor allem für den WDR, bietet sich ja an mit Köln, Publizist zahlreicher Monographien zu aktuellen politischen Themen, zahlreiche Artikel vor allem in Ossietzky, NRHZ, Online, Junge Welt, Blätter für die deutsche und internationale Politik sowie den Nachdenkseiten, Referent, Berater und Stadtführer,
Das Theaterstück Bonopoli wurde im September 2017 in den Kammerspielen Bonn uraufgeführt, Co-Produktion Werner. Tribunal gegen BlackRock im September 2020 an der Freien Universität Berlin, Organisation und Anklage durch Werner, Mitgliedschaft in zahlreichen Initiativen, Verbänden und Organisationen, und ich übergebe dir hier damit dann das Wort. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung zu dieser guten, notwendigen Veranstaltung, von der es eigentlich sehr viel mehr geben müsste, auch bei den Linken. Aber vielen Dank für die Linke in Hamburg, dass sie sich dieses Themas so systematisch angenommen hat. Ja, ich habe mit anderen eine öffentliche Erklärung zur Corona-Politik sozusagen auf die Welt gebracht. Das war in der Anfangsgruppe von 8 Leuten, war das, wie ihr euch vorstellen könnt, auch nach dem, was Norman gesagt hat, das war ein Ächzen und Stöhnen, und bis wir da diese paar Seiten hingekriegt haben, ja, von Zerfleischung will ich nicht reden, aber es war eine schwierige Geburt, muss ich sagen. Und einige sind abgesprungen, einige sind neu dazugekommen. Ja, er hat hier, der hier vorne sitzt, diese Erklärung, öffentliche Erklärung heißt es, zur Corona-Politik, Dauerdesaster und enorme Kollateralschäden, notwendige Konsequenzen. Diese Erklärung hat er hier ausgedruckt, die liegt da hinten auf dem Tisch, aber zwei Unterzeichner haben sich dann bereit erklärt, die für diese Erklärung eine Homepage einzurichten. Da findet ihr auch diese Erklärung und die Möglichkeit, euch zu den, glaube ich, bisher 600 Unterzeichnern, zu denen Norman auch gehört, hinzuzufügen und auch neue Links dort vorzuschlagen, um die Diskussion weiterzutreiben. Diese Homepage heißt invasiv.org. Invasiv.org. Ja, da schöpfe ich sozusagen meine Weisheiten, die ich heute Abend hier kurz nur in Auszügen vortrage, auf das, was Norman gesagt hat, Grundrechte, auch die Impfpflicht und so weiter. Da gehe ich jetzt überhaupt nicht drauf ein, auch die meisten Kollateralschäden hat Norman schon genannt. Ich will aber darauf hinweisen, dass der geringe Widerstand, auch aus der Partei Die Linke und aus den Gewerkschaften sowieso, gegen die herrschende Corona-Politik, die ja die Arbeit, die abhängig Beschäftigten und Selbstständigen enorm geschädigt hat und weiter schädigt, Hunderttausende, wenn nicht Millionen von noch nicht erklärten Insolvenzen stehen ja an, die werden verschleppt durch ein paar Zahlungen, die ich zum Beispiel auch bekommen habe, ein paar tausend Euro und so weiter. Aber das ist noch überhaupt nicht durchgestanden. Und diejenigen, die Kurzarbeitergeld bekommen haben, ja, den Voll- und Dauerbeschäftigten, für die war es zwar eine Kürzung ihrer Einkommen, aber andere haben ja gar kein Kurzarbeitergeld bekommen. Und das ist alles überhaupt nicht ausgestanden. Und das ist Teil der Corona-Politik. Und es gibt ein absolutes Tabu in unserer herrschenden, in den Regierungen und Medien, die sozusagen zum herrschenden System gehören, über die Arbeitsverhältnisse überhaupt. Schon vor der Corona-Politik. Die Arbeitsverhältnisse sind ein absolutes Tabu. Und auch die
aggressive Argumentation gegenüber anderen wie China, Russland und so weiter mit den Menschenrechten, blendet die Arbeitsrechte als Menschenrechte vollständig aus. Dass die Arbeitsrechte zu den Menschenrechten gehören, das Recht auf Arbeit, das Recht auf Kündigungsschutz, das Recht auf alle drei vollständigen Versicherungen, Arbeitslosenversicherung, Krankheitsversicherung, Rentenversicherung, für ein würdiges Leben, das Recht auf Wohnen und so weiter. Alles das sind Menschenrechte, die übrigens, Norman, auch im Grundgesetz nicht genannt werden. Ja, das Grundgesetz nimmt, obwohl es ja damals die Gelegenheit gewesen wäre, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte mit den Artikeln 22, mit den Arbeitsrechten und mit den schon seit dem Ersten Weltkrieg von der Internationalen Arbeitsorganisation definierten Arbeitsrechten im Einzelnen, der ILO, davon hätte man beim Grundgesetz, das hätte man einen Bezug herstellen können, hat man überhaupt nicht gemacht. Das hat unser Adenauerchen großartig verhindert, in Absprache mit den Amerikanern. Aber zum Teil in Landesverfassungen, die vor dem Grundgesetz... In Landesverfassungen, ja, das sind sie auch vergraben und vergessen. Aber im Grundgesetz, wo sich jetzt auch ganz viele auf die Grundrechte berufen und so weiter, die Menschenrechte kommen da nicht vor. Bevor ich da jetzt weiter was erzähle, halte ich dieses Buch hoch. Ich habe es selbst geschrieben, ich kann es empfehlen. Das heißt, Imperium Europäische Union, Arbeitsunrecht, Krise und neue Gegenwehr. Und da habe ich also die Geschichte der Arbeitsrechte als Menschenrechte und die Verleugnung, auch durch die EU, habe ich das mal im Einzelnen dargestellt. Und ich finde, wir müssen darauf wesentlich stärker zurückkommen, dass Arbeitsrechte auch Menschenrechte sind. Zwei aktuelle Episoden will ich zur Einführung erzählen. Ich war am Wochenende in Paris und war eingeladen bei der Fête de l'Humanité, um die französische Ausgabe meines Buches Die Kapitalisten des 21. Jahrhunderts vorzustellen. Das ist auf großes Interesse gestoßen und auch dort gibt es die Einsicht, dass die Linke, ich meine auch die Linke in Deutschland, eine Befassung mit dem aktuellen Kapitalismus, was auch bedeutet, wer sind eigentlich die aktuellen Kapitalisten? Wem gehören eigentlich unsere Banken und Unternehmen? Die Gewerkschaft, die Linke, die hängen sich an den Managern fest, am Vorstand und so weiter. Aber BlackRock, Vanguard und Co., davon haben die meisten auch noch nie was gehört. Denen gehört heute alles, vereinfacht gesagt. BlackRock und Co. sind gleichzeitig die führenden Eigentümer aller fünf größten Wohnungskonzerne in Deutschland. Gleichzeitig. Nicht nur bei Vonovia mit den 500.000 Wohnungen, sondern auch bei Deutsche Wohnen und bei Grand City Properties und bei den fünf größten privaten Wohnungskonzernen in Deutschland sind BlackRock und Co. gleichzeitig die führenden Eigentümer. Ja? Wer weiß das? Aber wenn du die Rechte von Mietern beispielsweise oder die Rechte von abhängig Beschäftigten verteidigen willst, dann musst du mal wissen, wer sitzt überhaupt auf der Gegenseite. Und da war ich also in Paris und komme also da am Gare du Nord, dem größten Bahnhof Europas, da an. Gerüstete Polizei steht da, kontrolliert, bin ich geimpft. Ich habe meinen Impfausweis bewusst auf der falschen Seite aufgeschlagen mit der Tetanusimpfung. Die habe ich sofort durchgewunken. Ja? Das heißt, das ist reine Show. Und ich habe das dann das ganze Wochenende gemacht in Restaurants. Das ist eine völlig vordergründige Pflichtübung, wo jeder weiß, sowieso scheiße. Ja? Da kennt sich sowieso keiner aus. Ob das jetzt eine richtige Impfbescheinigung ist oder nicht. Aber
du musst dich sozusagen unterwerfen der Prozedur. Und die allermeisten Beteiligten machen mit sozusagen im Wissen, dass es sowieso Unsinn ist. Ja? Dieses Mitmachen beim Unsinn. Und als ich dann wieder gestern in Deutschland zurück war, bekam ich dann nach einigen Stunden eine Mitteilung der Bundesregierung auf mein kleines Handy. Da stand drauf, die Bundesregierung, ne, die hatte mitgekriegt, dass ich im Ausland war. Hoch. Ja. Ja, und, ne, da wurde darauf hingewiesen, dieser weiß ich, SMS heißt das oder so, ja. Ja, sie sind verpflichtet, sich dann da in Quarantäne zu begeben. Da dachte ich, ja, wieso? Ja, ne, und dann habe ich da mal rumgesucht, bin dann auf die Mitteilungen des BMG und also da war die Homepage des BMG, des Bundesgesundheitsministers, war da angegeben, / Quarantäne. Ja, habe ich geguckt, habe ich dann gesehen, nach langem Suchen, Frankreich gilt, also es gelten 5 Überseegebiete, Martinique und so weiter, ja, Hochrisikogebiete und die Côte d'Azur und Alpes, Provence, aber Paris nicht. Ja. Gut, aber das wird ja auch gar nicht nachgehalten, ob ich dem jetzt nachkomme oder nicht. Ja? Aber ich werde überwacht, es wird erfasst. Ja, habe ich dann erfahren, im Infektionsschutzgesetz gibt es irgendwie Paragraph 27c, die Verpflichtung für die Telefonanbieter, alle Grenzübergänge aller ihrer Kunden der Bundesregierung zu melden. Es wird überwacht, aber die Durchführung, ne, nix. Ja, die Corona-Politik, wie sich ja zeigt, ist ja in allen westlichen Staaten mit Unterschieden relativ gleich, jedenfalls in den großen, wichtigen Staaten. Und das hängt damit zusammen, dass der westliche Führungsstaat diese Gesundheitspolitik, einschließlich der Neudefinition dessen, was Gesundheit ist, angeführt hat und das dann auch in der EU, in Deutschland und so weiter nachvollzogen wurde. Ich weiß ja nicht, ob ihr das wisst. Die Fallpauschale, unter welchem US-Präsidenten wurde sie eingeführt? In Australien zuerst. Ja, aber Australien ist ja für uns nicht so wichtig. Was in den USA passiert. Das Interessante ist, dass es in Australien schon wieder abgeschafft wurde, weil ich dagegen protestiert habe. Also sie wurde eingeführt unter Ronald Reagan. Und zwar warum? Unter anderem unter Reagan. Wieso? Er war 10 Jahre davor und deswegen auch wurde er US-Präsident oder überhaupt Kandidat, war er Kommunikationschef von General Electric. Und General Electric war der größte Hersteller von Medizintechnikgeräten. Und Reagan ist ja auch dafür bekannt, dass er die Gewerkschaften massiv geschädigt, beziehungsweise ja auch exemplarisch die Gewerkschaft der Fluglotsen zerschlagen hat. Und die Privatisierung, die Fallpauschale, die Schwächung der Vertretung der Beschäftigten im Gesundheitssystem, das wurde in den USA eingeführt und dann auch also schrittweise in der EU übernommen. Zuerst von einzelnen also USA-freundlichen Staaten wie den Niederlanden, sehr früh dann auch die Bundesrepublik unter Helmut Kohl. Und was ja öffentlich schon bekannt ist, auch Norman hat es zitiert, dann wurden eben oder werden ja immer noch Krankenhäuser privatisiert, große private Krankenhausketten werden gebildet. Aber, was glaube ich viele gar nicht so mitgekriegt haben, auch die
Altenpflege, die stationäre Pflege, die mobile Pflege, die Testlabore, alles wurde privatisiert. Zum Beispiel die Reha-Kliniken. Ja, ein Private Equity Investor, Waterland, habt ihr noch nie gehört, der hat 100 Reha-Kliniken in Deutschland in den letzten Jahren aufgekauft und daraus natürlich mit neuem Namen die größte Reha-Klinikkette in Deutschland gegründet. Die heißt Median. Und hat mit Hilfe von McKinsey billig Pfleger aus Osteuropa herangeholt. Und billig Ärzte aus Polen. Auch während der Pandemie. Das ist europäische Solidarität. Ja? Das haben noch gar nicht so viele mitbekommen. Ja, die USA sind ja bekanntlich kein Freund der UNO. Sie halten sich nicht an das Völkerrecht. Aber es gab eine Unterorganisation der UNO, wo die USA ganz präsent, lange präsent waren. Ich weiß jetzt nicht, wie das nach dem Trampel jetzt der Biden wieder eingerichtet hat. Jedenfalls, es war die Weltgesundheitsorganisation. Es waren die USA und Großbritannien, die dann an dritter Stelle mit Pfizer und der William und Melinda Gates Foundation seit den 70er, 80er Jahren die größten Finanziers der Weltgesundheitsorganisation waren. Und zwar nicht zufällig die beiden Staaten, in denen die wichtigsten Pharmakonzerne ihren Sitz haben. GlaxoSmithKline und Pfizer und so weiter. Und die haben auch dazu beigetragen, dass 2009 aus Anlass, ne, schon aus vorheriger Zielrichtung, 2009 die Schweinegrippe als Anlass genommen wurde, die Pandemiedefinition wesentlich zu ändern. Ne, bis dahin war das wesentliche Kriterium für die Erklärung einer Epidemie als Pandemie, ne, im Englischen heißt es enormous number of deaths and illness, enorme Zahl an Toten und Erkrankungen. Das wurde herausgenommen. Und das führt zu den Maßnahmen, die heute zur Corona-Politik gehören, nämlich, dass man möglichst viele Leute als Corona-Tote und Corona-Erkrankte bezeichnet. An und mit Corona. Also es war, glaube ich, der einzige Wissenschaftler in Deutschland, euer Professor Püschel in Hamburg, der das eigentlich notwendige Instrument der Rechtsmedizin in dem Fall eingesetzt hat. Da komme ich nachher noch drauf. Jedenfalls diese WHO-Definition, diese Änderung der Pandemiekriterien durch die beiden Staaten, USA und Großbritannien, in denen die Pharmakonzerne, die auch heute die Impfstoffe herstellen. Na, das war eine ganz wesentliche Aktion, die dann eben auch auf die, von der EU übernommen worden ist. Ja, drittes Element, vielleicht erinnert ihr euch, in den ersten Monaten des Lockdowns kamen in der Tagesschau, im Heute-Journal, in den allen sozusagen ordentlichen Zeitungen, wahrscheinlich auch in eurem Hamburger Abendblättchen, die Meldungen über die Inzidenzzahlen, Erkrankungen und so weiter, immer mit Bezug auf die Johns Hopkins University. Ne? Da hieß es in der Tagesschau, laut Johns Hopkins Universität ist die Inzidenz wieder auf so... ja, wieso? Die Johns Hopkins University ist seit Jahrzehnten
die größte wissenschaftliche Institution im US-geführten Westen für Epidemie- und Pandemieforschung. Die hatten mit Beginn des Lockdowns, die mussten keine neuen Leute einstellen, ne, die erstellen auch, ich meine, es ist wie im Bilderbuch der Verschwörungstheoretiker, es tut mir leid, die größten Institute, Gesundheits- und Epidemieinstitute der Johns Hopkins Universität werden finanziert von der Michael Bloomberg Foundation, dem größten Eigentümer von Finanzmedien in der westlichen Welt. Und an zweiter Stelle, es ist leider wie im Bilderbuch, von der Bill and Melinda Gates Foundation. Ja? Die haben tausende Leute dort angestellt. Die haben täglich in deutschen, von Baltimore aus, in deutschen Krankenhäusern, Gesundheitsämtern angerufen und waren schneller bei der Feststellung der Erkrankten und so weiter in Deutschland, in Frankreich, in 180 Staaten gleichzeitig. Ja, die erstellen den World Health Security Index über 180 Staaten, über den Gesundheits- und über den Zustand der Gesundheitssysteme in allen Unterstaaten. Das macht diese Universität. Und die hat einen viel direkteren Zugriff auf das virologische Geschehen in Deutschland als die paar hundert Juckels da vom RKI und von der Europäischen Gesundheitsinstitution. Aber sind natürlich auch von den Kriterien der Privatisierung und so weiter geleitet. Und beispielsweise, ne, das auch hier dann prägende verhaltensleitende Wörtchen Social Distancing, das wurde von der Johns Hopkins Universität geprägt und wurde überall übernommen. Ja, ich komme zu dem Punkt, die bundesdeutschen Gesundheitspolitiker der letzten 30 Jahre bieten keine Gewähr für die Gesundheit der Bevölkerung. Dass man das so eindeutig sagen kann, besteht natürlich aus vielen und auch vielfach in der Öffentlichkeit nicht bekannten Entwicklungen, auch weil sie oft so schrittweise salamitaktikartig über die Jahre exekutiert worden sind. Also ne, bekannt ist, auch in der Linken, ja, ne, die Privatisierung der Krankenhäuser, die Schließung der Krankenhäuser, der Abbau von der Bettenzahl, der Abbau des Personals, die schlechte Bezahlung des Personals und so weiter. Ne, schon weniger bekannt, was ich vorhin genannt habe, die Privatisierung der Reha-Kliniken, der Altenpflege, der mobilen und so weiter, stationären Pflege. Aber auch beispielsweise, wenn ein Krankenhaus noch eine staatliche Hülle hat, geht das zum Teil noch massiver weiter. Das Beste oder ja, beste in Anführungszeichen Beispiel ist das größte Universitätsklinikum Europas, die Charité. Ist noch im öffentlichen Eigentum. Aber so durchprivatisiert wie vielleicht kein anderes Krankenhaus. Ne, ihr kennt das vielleicht aus den auch gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen. In der Charité gibt es Tochterunternehmen, in denen wiederum über ein Dutzend Tochterunternehmen untergebracht sind, wo praktisch alle nicht direkt medizinischen Leistungen in Billiglohn-Subunternehmer ausgegliedert sind. Shop-in-Shop-System. Was? Das Shop-in-Shop-System. Ja, okay, so kann man das. Und da sind ganz viele, die unterschiedliche Leistungen anbieten, die dann ein ganzes Leben. Ja, gut, Job. Man kann Jobs auch gut bezahlen, aber insofern ist der Begriff Job jetzt
nicht besonders, also das sind aber eben niedrig bezahlte, vielfach eben auch aus dem Ausland angeworbene Kräfte. Die machen sozusagen alle nicht-medizinischen Dienste. Ja. Ne, die wedeln schnell mit dem Besen durch, weil sie durch die Krankenzimmer, weil sie vom Subunternehmer den Auftrag haben, pro Stunde musst du 37 Quadratmeter. Ich war selbst eine Woche lang, letzten Oktober im Krankenhaus, ich habe gesehen, wie eine schwarze Reinigungsfrau da durchgewischt hat, nicht mal unter die Betten gekommen. Die musste wieder raus und ist nicht. Ja. Und dazu gehört dann die Tatsache, die seit Jahren vom Robert-Koch-Institut dokumentiert wird, dass in Deutschland jährlich und scheinbar unverändert mit wenigen Schwankungen 400.000 bis 600.000 Patienten im Krankenhaus infiziert werden wegen mangelnder Hygiene, wovon 20.000 etwa im Jahr sterben. Ja, setzt das mal im Verhältnis zu denen, die als Corona-Tote behauptet werden. Ja, da hat kein Virologe, der auch bei der Charité angestellt ist und offensichtlich die Grundprinzipien dieses Klinikums teilt, ein gewisser Professor Drosten, der hat da nie irgendwas dagegen gesagt, dass multiresistente Keime im Krankenhaus nachhaltig, flächendeckend, 100.000-fach übertragen werden und zum Tod führen. Und zur Führung der Chef-Virologe, weiß nicht, ne? Sagt nichts. Ja, was aber dazu gehört, was glaube ich nicht so viele jetzt in den Zusammenhang stellen, ist nämlich auch die Privatisierung der Krankenversicherung. Das hat ja dazu geführt, ne, also die Zuzahlung bei Medikamenten, die vielleicht im Normalfall nicht so schlimm ist, aber wenn du eine chronische Krankheit hast, wenn du teure Medikamente brauchst, die Zuzahlung bei immer mehr Vorsorgeuntersuchungen, die Zuzahlung bei allen möglichen Spezialkrankheiten, bei Zahnersatz und so weiter, ja, das hat schon vor der Pandemie dazu geführt, dass ganz viele Krankheiten von Menschen, die nicht so viel Geld haben, davon gibt es immer mehr, nicht erkannt, nicht diagnostiziert und gar nicht behandelt worden sind. Schon vor der Pandemie. Und ein ganz unbekanntes Gebiet sind die Berufskrankheiten. Es gab mal in der Reformzeit unter einem gewissen Willy Brandt die Erkenntnis, da weiß man ja, die haben dann also das Betriebsverfassungsgesetz neu und besser gemacht, aber es gehörte auch ein Programm dazu, die Humanisierung der Arbeit. Und da wurden mit medizinischer Hilfe neue beruflich bedingte Krankheiten definiert, wo dann auch die Berufsgenossenschaften zu Entschädigungen herangezogen werden konnten. Das ist ausgebaut worden. Aber schrittweise in den Folgeregierungen wieder abgebaut worden. Also da war dann im Arbeitsministerium dann die Aufsicht, die Koordination für die Erkennung und Entschädigung und so weiter, Anerkennung von Berufskrankheiten. Aber in den Folge-CDU-Regierungen ist das alles wieder abgebaut worden und die schärfsten Verschlechterungen sind unter zwei Arbeitsministern geschehen, deren Namen ihr vielleicht als Arbeitsminister vergessen habt, aber deren Namen ihr euch noch kennt. Nämlich unter Ursula von der Leyen und Olaf Scholz. Die waren mal Arbeitsminister.
Und unter denen ist die Abteilung für die Aufsicht über die Berufskrankheiten abgeschafft worden. Berufskrankheit und damit natürlich auch im Zusammenhang die Aufsicht der die zur Aufsicht über die Arbeitsbedingungen, Arbeitssicherheit und so weiter der zuständigen Gewerbeaufsichten der Bundesländer abgebaut worden. Die gibt es praktisch nicht mehr. Und ja, hat es einer gemerkt? Ne, öffentlich kein Thema. Hängt natürlich damit zusammen, dass heute immer mehr Menschen austauschbar sind in der Arbeit. Immer mehr Menschen, gehen vorzeitig in Rente als in der regulären Renteneintritt. Hängt mit vorzeitigen Erkrankungen zusammen. Mit Erkrankungen zusammen, wo man es nicht mehr aushält. Aber hat natürlich viele andere Gründe, dass eben Menschen heute auch durch den Zustrom von Migranten, ne, habe ich hier genauer dargestellt, von der EU organisiert, sozusagen immer verfügbar sind als Nachrücker. Ja, ich mache nur noch ganz kurze Bemerkungen zur Corona-Politik. Wir haben das in dieser Erklärung, die da ausliegt, ja genauer dargestellt. Die Regierungsvirologen haben sozusagen eine virologische Volksgemeinschaft simuliert, suggeriert. Na, das bedeutet, der Virus kann sich an jeder Stelle, an jedem Ort, unter allen Menschen, jeden Alters, jeder Arbeit, jeden Aufenthalt gleichmäßig ausbreiten. Was unterlassen wurde, was man eigentlich in der Arbeitssoziologie seit Jahrzehnten weiß, es gibt Risikogruppen, die sich ja dann auch in der Pandemie herausgestellt haben, so ein bisschen verdeckt, ja, da haben einzelne Forscher haben so ein bisschen was geforscht, dass, ach so, ja, die 700 Bewohner in dem Iduna-Zentrum in Göttingen, wo so viele Flüchtlinge und Arbeitslose, Hartz-IV-Empfänger sozusagen von der Stadt geparkt werden, da war die Infektion so hoch, ja, und dann hat der Regierungsvirologe Drosten gestaunt, plötzlich in einer Fleischfabrik in Reda-Wiedenbrück von Tönnies auf einmal 1500 Infizierte. Ja, wie kommt das denn? Eigentlich völlig bekannt seit Jahrzehnten, diese Synergie von Risikosituationen. Ja? Du hast 12- und 16-Stunden Schichten, musst schnell arbeiten. Du arbeitest in niedrig gehaltener Temperatur. Du bist in Massenunterkünften mit schlechter Hygiene untergebracht. Und du wirst zwischen Arbeit und Massenunterkunft täglich in engen Bussen hin und her gefahren. Eine klassische synergetische Risikosituation. Da hätte man vorher testen müssen, hätte man vorher maßen, wenn man diese Infektion wirklich ernst genommen hätte und die Gefahr. Ist aber keine Risikogruppe wurde definiert, getestet und so weiter. Ja, und was eben das RKI mit Beginn, mit dem ersten Tag des Lockdowns, der Lockdown-Erklärung sozusagen angewiesen hat, die Rechtsmedizin ist nicht einzuschalten. Das heißt eigentlich, bei unbekannten Todesursachen muss nach deutschem Recht in allen Rechtsstaaten die Rechtsmedizin eingeschaltet werden, um in einer Untersuchung, so heißt es in den
Leitlinien der entsprechenden Berufsgemeinschaften, der Pathologen, muss eine vierstufige Hierarchie der Todesursache festgestellt werden. Hat das Virus eine ursächliche Rolle gespielt? War es an zweiter, an dritter, an vierter Stelle oder völlige zufällige Begleitung? Aber der RKI-Chef Wieler hat vom ersten Tag an sowohl gesagt, die Rechtsmedizin wird nicht eingeschaltet, und zweitens, wir betrachten alle als Corona-Tote, die gestorben sind und infiziert waren. Ja, ich mache die Schlussbemerkung. Auch die Corona-Politik der Bundesregierung, der westlichen Staaten sind Klassenkampf. Der findet heute jetzt, ne, weil es keinen wirklichen Widerstand gibt und weil die Arbeitsverhältnisse tabuisiert sind, also ein bisschen wurden die Arbeitsverhältnisse der Beschäftigten im Gesundheitsbereich, die wurden ein bisschen mal thematisiert, verschwand aber wieder. Aber die Gesundheitsverhältnisse der heute Beschäftigten, die ja mehr gestresst und gefordert und erpresst werden als sozusagen noch früher in den Zeiten des guten rheinischen Kapitalismus, alles das ist ein Tabu. Und weil es da keinen nachhaltigen, weil der Widerstand erstickt worden ist, politisch, medial. Auch deswegen ist es für einen erfolgreichen Widerstand gegen die Corona-Politik, gegen die Corona-Folgen und für eine bessere Gesundheit, einen besseren Gesundheitszustand der Bevölkerung, nach der Definition, die Norman zitiert hat, der WHO, ein allseitiger Zustand, nicht nur des körperlichen, sondern auch der seelischen und so weiter, sozialen Verfassung. Und das sind Menschenrechte, die von unseren Menschenrechtspredigern verdrängt, verleugnet werden. Ja, ne, da brauchen wir, glaube ich, einen neuen Anfang der Kapitalismuskritik, der Menschenrechtsbezogenheit unserer Herangehensweise. Und ja, das wäre mein Appell, dazu beizutragen. Vielen Dank. Vielen Dank, Werner. Vielen Dank, Norman. Eine staatliche ist, in einem nicht sehr guten Zustand ist. Dass dort die Versorgung mit sowohl technisch wie aber auch personell nicht dem Standard entspricht, die eigentlich ein hochentwickeltes Gesundheitssystem bräuchte. Dennoch plädiere ich für eine, sagen wir mal, Demonstration oder beziehungsweise auch eines Projektes der Rekommunalisierung, um gerade das, was eben gesprochen worden ist, dieses ganze System aus der Profitklemme und aus der Renditeklammer herauszuholen. Denn das wird immer bleiben. Wenn es privat ist, ist immer der oberste Gesichtspunkt, den ein Unternehmen treibt, die Rendite, der Profit und nicht die Gesundheit. Und dieses ist etwas, was kategorisch anders in einem öffentlichen Zusammenhang geführt werden kann. Und das ist natürlich etwas, das kann man nicht einfach sozusagen umschalten, aber dieses wäre zum Beispiel eine Aufgabe in dieser Situation, hier die Eigentumsfrage zu stellen. Die ist ja eine weitergehende Frage. Das ist ja sowieso so, wie man das in der Wohnungsfrage jetzt getan hat, nicht nur Mietendeckel, sondern Enteignung von Vonovia und so weiter, bin ich der Überzeugung, wir müssen sozusagen, das ist ein langer Überzeugungsprozess, wir haben alle Möglichkeiten in der frühen Bundesrepublik geschaffen. Es gibt einen Artikel 14, der eine Enteignung gegen Entschädigung
Daran ist es bisher immer auch gescheitert. Und wir haben einen Sozialisierungsartikel, der auch die Möglichkeit gibt, so etwas zu sozialisieren. Das heißt, die Möglichkeiten kann man juristisch gar nicht mehr torpedieren. Man kann nur, man muss das bewusst sein und man muss sozusagen die Bewegung dafür schaffen. Und das fände ich, wäre eine unserer Aufgaben. Und damit würde ich gleichzeitig eben auch zu deiner Frage, Klassenkampf, ja, was macht die andere Seite? Die andere Seite müsste hier meines Erachtens durchaus die die Eigentumsfrage stellen. Und sie müsste sehen, dass sie darüber auch die Alternativen aufzeigen können, eines unabhängig von der Rendite und dem Profit funktionierenden Gesundheitssystem, dass das möglich ist. Und das ist möglich. Man hat alle Voraussetzungen, man muss es nur schaffen. Ich finde, das wäre eine Aufgabe der Linken. Ich will dazu gleich zu der zweiten Frage, nämlich der sozialen Grundrechte, die ja sehr richtig eingefordert werden. Da muss ich etwas historisch auch ausgreifen, weil ich hier auch einen Werbeblock einschiebe. Ich habe vor kurzer Zeit ein Büchlein über Menschenrechte, wo das ein zentraler Punkt gewesen ist, und zwar die sozialen und ökonomischen Grundrechte. Denn wenn wir einmal zurückgehen 1945 in die UNO-Charta, als die beraten worden ist, da gab es durchaus die Frage, was machen wir eigentlich mit den Menschenrechten? Und da sagte Stalin, lassen wir sie draußen, und Churchill sagte ebenfalls, weil sie nicht zur Übereinstimmung gerade bei den sozialen Grundrechten kam. Über die politischen, Stalin war durchaus bereit, politische, die kulturellen und auch die bürgerlichen Grundrechte anzuerkennen, aber Churchill sagte, unser Wirtschaftssystem verträgt keine sozialen und keine ökonomischen Grundrechte, Menschenrechte, die können wir nicht auf die gleiche Ebene stellen. Deswegen ist es auch so gewesen, dass dann der Druck insgesamt von den, sozusagen, ja, man kann sagen, der Staaten der Dritten Welt, insbesondere auch Jugoslawien, Tito, wir müssen die Menschenrechte völkerrechtlich auch fixieren, dann dazu geführt hat, dass 1948 schon, also 3 Jahre später, es zu dieser Erklärung der Menschenrechte kam, wo alle drin waren. Und zwar die bürgerlichen, die politischen, die kulturellen, sozialen und ökonomischen. Allerdings um den Preis, dass man sich einig war, sie sind alle nicht bindend und nicht verpflichtend. Und dann danach, als das so war, hat man sich doch gesagt, ja, wir brauchen doch eine Verbindlichkeit dieser Menschenrechte. Und dann kam es 1967 zu den beiden Pakten. Man hat sie getrennt. Einerseits der mit den bürgerlichen Rechten, die wir kennen, und dann mit den sozialen und ökonomischen Rechten. Und hat man gesagt, beide sind verbindlich. Beide haben den gleichen zwingenden Charakter. Das ist bis heute so. Nur, das wird nur oder ist immer nur von den sozialistischen Staaten auch so anerkannt worden, aber hier nie. Die sozialen und die ökonomischen Rechte haben nie die gleiche Verbindlichkeit hier. Und darüber gibt es einen Konsens, und den gibt es auch unter den Juristen. Solange sie nicht in das Grundgesetz verankert werden mit verbindlicher Kraft, ist auch immer noch die Verbindlichkeit auf völkerrechtlicher Basis hier irgendwo in Limbo, der wird nicht anerkannt. Und das ist schon interessant, man sucht danach, die Kinderrechte irgendwie hineinzubringen. Da gibt es eine große, und Familienrechte, also die bürgerlichen Rechte noch weiter zu fixieren im Grundgesetz. Aber es gibt keine Bewegung dazu, soziale und ökonomische Grundrechte in der Verfassung auch zwingend zu verankern. Auch das wäre ja vielleicht eine Aufgabe, auch dieses Mal. Das ist gar nicht so juristisch, sondern das ist eine politische Aufgabe. Wie sind wir in die Situation gekommen? Und da darf ich eine zweite Werbung machen. In diesem Buch ist darüber extensiv auch geschrieben von Rolf Zwechsel und Joachim Hirsch, sind da über diese Frage. Denn wir haben es schon eine lange Geschichte auch der Ausnahmezustände. Das ist in den bürgerlichen Demokratien
lange schon verankert, immer wieder, dass Ausnahmezustände durchgesetzt werden und eine Autoritarisierung der Gesellschaft. Die letzte war bei uns in der RAF-Geschichte, damals. Ich darf an einen oder zwei Paragraphen erinnern, die es immer noch gibt, die seinerzeit zur Verfolgung der Unterstützer der RAF-Szene in das Strafgesetzbuch gekommen sind, 129a und 129b, Unterstützung einer kriminellen oder auch einer terroristischen Vereinigung. Damals wurde gesagt, wir brauchen sie temporär. Wenn das Problem der Terrorismus weg ist, werden die auch wieder zurückgenommen. Das ist immer eine Illusion, ein Versprechen typischerweise von Politikern, die sie sich nie halten. Und jetzt ist das die Paragraphen, mit denen kurdische zivile Leute, die nichts anderes machen, als das, was wir hier machen. Die Veranstaltungsräume mieten, die Kommunikation machen, die Gelder verwalten und auch verteilen. Die werden nach diesen Paragraphen regelmäßig zu 2 bis 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Das ist sozusagen etwas, was außerhalb auch des Bewusstseins unserer Gesellschaft geschieht. Das ist immer wieder in Hamburg, in Karlsruhe, in Köln, auch in Koblenz und so weiter. Also das beantwortet noch nicht die Frage, wie sind wir da hingekommen? Meine etwas mehr psychologisierende Anschauung dazu ist, diese Gesellschaft ist sehr satt und zufrieden geworden in der ökonomischen Prosperität, der sie allgemein jetzt hat. Nehmen wir das mal im Maßstab der Weltgesellschaft, so schwebt diese Gesellschaft auf der höchsten Ebene des Wohlstandes. Selbst mit all der Armut ist das soweit. Wer arm ist, wer das Prekariat wählt auch nicht mehr, sondern diejenigen, die sozusagen das Sagen haben, die sind bis in den Mittelstand saturiert und sind zufrieden mit dem, was ihnen ökonomisch und sozial bisher geboten worden ist. Bei denen ist kein revolutionäres Bedürfnis mehr vorhanden. Und dieses ist auch eine der Bedingungen, weswegen man auch dieses jetzt über sich ergehen lässt, weil man den Erzählungen der Gefährlichkeit dieser Pandemie und der Notwendigkeit, sozusagen auf das meiste seiner Grundrechte mal temporär zu verzichten, auch glaubt. Ich finde, das ist eine der schwierigsten Kollateralschäden dieser Politik, unter denen wir noch lange zu leiden haben. Einerseits die ökonomische Auffang, denn das muss man sagen, die Milliarden, die hier jetzt ausgespuckt werden, die so langsam wieder eingesammelt werden, aber auf jeden Fall doch über die größten Schwierigkeiten hinweg helfen. Und dann mit der Gewöhnung an einen Staat, der eben ja, bei dieser oder jener Gelegenheit die Rechte wieder zurückfordert, die er eigentlich gewährt hat. Das ist in dieser Gesellschaft eingeschrieben. Und das ist auch ein Preis der Bequemlichkeit, ein Preis der ökonomischen Ausstattung dieser bürgerlichen Gesellschaft, den wir jetzt zu zahlen haben, aber der uns vielleicht in irgendwelchen Zeiten dann nochmal bitter zu stehen kommt. Die Frage ist ja auch, wieso ist es damals so gewesen, dass sozusagen die Studentenschaft, die Intellektuellen, den Zweiten Weltkrieg sofort die Seiten gewechselt haben, die Pastoren, die Kirchen. Auch das ist eine Frage, wieso ist das gekommen, dass die eigentlich sozusagen sehr schnell die Seite gewechselt haben und das mitgemacht haben, was sie dann später vielleicht bereut haben. Nicht bereut haben. Ja, gut. Danke nochmal. Ja, Werner, bitte. Okay. Ja, du hast gesagt, im Grundgesetz, da steht doch, wir bekennen uns zu den Menschenrechten. Das ist ein völlig unverbindliches Gelaber. Wenn wir uns nämlich genau angucken,
Ne, in diesem Buch über Arbeitsunrecht habe ich das genauer beschrieben. Wenn du alle, ich habe alle Dutzende Arbeitsrichtlinien der Europäischen Union, die dann auch in nationales Recht in den EU-Mitgliedstaaten umgesetzt worden ist, durchgegangen. Da findest du nichts von den Menschenrechten, zu denen man sich bekennt. Ja? Alle Arbeitsrichtlinien der EU leugnen die Menschenrechte. Beispielsweise ganz zentral bei den allgemeinen Menschenrechten im Bereich Arbeit, dazu gehört das Recht auf kollektive Vertretung. Es gibt keine einzige Arbeitsrichtlinie der EU, in der das Recht auf kollektive Vertretung gefördert oder überhaupt nur angesprochen wird. Es gibt nur, wenn, dann individuelles Verteidigungsrecht. Nur individuelles, ja. Also ein Bekenntnis zu den Menschenrechten bedeutet gar nichts. Real, nichts. Aber es ist geeignet, viele Menschen zu täuschen. Ja, Rekommunalisierung, ganz wichtige Frage. Also es ist klar, diese Parteien, die heute die von uns kritisierte Corona-Politik und so weiter, Wirtschaftspolitik durchziehen, die regieren ja auch mehr oder weniger in den Kommunen, obwohl es da ja manchmal am Rande mit neuen Parteien, Initiativen ein bisschen mehr grummelt, aber deswegen ist also sozusagen die Rekommunalisierung in die Hände derer, die heute in den Kommunen das Sagen haben und seit Jahrzehnten haben, das wäre keine Lösung. Es gibt ja diese Initiative Deutsche Wohnen enteignen. Und das ist eine ganz wichtige Initiative. Ne, die war zum Beispiel auch Thema bei der Fête de l'Humanité in Paris. Wo übrigens interessant vielleicht für euch als Linke, da hatte der Bausenator von der Linken gestellt, im Berliner Senat, Sebastian Scheel, der hatte zugesagt, zu der Veranstaltung bei der Humanité letztes Wochenende in Paris zu kommen, weil die das Thema Deutsche Wohnen enteignen auf die Tagesordnung zu einer Veranstaltung gemacht haben. Ja, kurz vorher hat er abgesagt, nicht gekommen. Ja, das heißt also, aber die Deutsche Wohnen, diese Initiative in Berlin, ne, die kann man sich daraufhin mal anschauen, denn die sagen auch, es gibt da zwei Probleme. Erstens mal, dieser Berliner Senat, dem wollen wir das nicht wieder überantworten. Nachher verkauft er das wieder, wie er das schon mal gemacht hat. Ja? Deswegen, ich kenne das nicht im Einzelnen, aber ne, die überlegen eine andere, auch rechtlich verankerte, andere Konstellation, beispielsweise mit erheblichen Mitbestimmungsrechten von Mietern. Ja, mit einer dauerhaften Mitbestimmung, mit geregelter, rechtlich einklagbar und so weiter. Und wo auch beispielsweise das Menschenrecht, allgemeine Erklärung, auf Wohnen, auf sicheres und bezahlbares Wohnen verankert ist. Ja, also das heißt, ne, da gibt es noch viele einzelne Fragen, die man dann klären muss, wenn man sagt Rekommunalisierung. Und die zweite Frage, die ja völlig ungelöst ist, ist ja, zu welchem Preis wird das zurückgekauft? Ja? Zum Marktpreis, der jetzt von Deutschen Wohnen nach oben getrieben worden ist? Ne, also da, da bin ich gerade mit der Initiative in Berlin am Diskutieren. Die haben das bisher sich nämlich noch gar nicht überlegt, wen sie da auf der anderen Seite haben, wenn sie enteignen wollen. Da haben die nämlich BlackRock auf der anderen Seite, die amerikanisches Recht weltweit durchsetzen wollen jedenfalls und das in vielen Ländern auch schaffen.
gegen BlackRock antreten. Das musst du erstmal machen. Na? Also bei den Hamburger Krankenhäusern ist es ja noch nicht so weit. Ich weiß nicht, wem gehören die jetzt gerade? Asklepios. Schön. Ja, und wem gehören Asklepios? Naja, okay. Ja. Na, also diese Frage, die ist ja ganz wichtig und es ist ganz klar, dass sich die Kommunen nicht an den Marktpreis halten können und auch gar nicht dürfen, weil sie diese Bedingungen nicht eingehen. Wenn sie diese Bedingungen eingehen, dann haben sie schon verloren. Ne? Und ja, das ist also nicht einfach so eine Rückübertragung, ne? Und so. Ja, wie sind wir in die Pandemiepolitik reingeraten? Also, wie ich es versucht habe, kurz darzustellen, es war nur, sozusagen in Anführungszeichen, die Fortsetzung der bisherigen Politik, aber jetzt verbunden mit einem wichtigen Element, nämlich dem sich schon in den letzten Jahren anbahnenden Absturz der bisherigen Volksparteien. Volksparteien. Die sind durch ihre Komplizenschaft, obwohl die ja nicht sehr öffentlich gemacht worden ist, heißt ja Komplizenschaft, dass man es nicht öffentlich zugibt. Aber was Merkel alles übers Kanzleramt mit Blackstone und BlackRock abgewickelt hat, das hat sich zumindest dann ausgewirkt in den Arbeitsverhältnissen, in den Mietpreisen und so weiter. Und dieser Absturz der langjährigen Volksparteien, die ja so ähnlich in allen westlichen Staaten im Gange ist, alle Volksparteien in den USA, deswegen kam ja der Trampel da plötzlich als Seiteneinsteiger wie scheinbar aus heiterem Himmel da zur Präsidentschaft, weil die bisherigen amerikanischen Volksparteien sich vom Volk noch weiter entfernt hatten als bisher. Und dann kommt der Trampel. Und in Großbritannien kam ein anderer Trampel dran. Genauso ein kurioser, lügenhafter, demagogischer, primitiver Seiteneinsteiger, um es vereinfacht zu sagen. Und in Frankreich, in einem anderen wichtigen, zentralen kapitalistischen Staat, die bisherigen Volksparteien, Konservative und die Sozialisten, abgestürzt, innerhalb kurzer Zeit. Und ein Banker, ein junger Banker, zaubert sich da als Präsident hin. Ja? Ich meine, da war viel Hintergrund, über den öffentlich nicht gesprochen wird. Hier steht es drin. Aber, ja, und in Deutschland ist es ja so, die CDU ist ja die letzte in Europa der christlich lackierten, korrupten Parteien, die noch nicht untergegangen ist. Alle christlichen Parteien, die nach 1945, Bilderbuch, Klammer auf, mit Hilfe der CIA, Klammer zu, gegründeten christlichen Parteien in Belgien, Niederlande, Frankreich, Deutschland, allen wichtigen Staaten damals, alle sind in der Korruption untergegangen. Die CDU ist die letzte, die noch da ist. Und sie konnte sich mit Hilfe der strengen Maßnahmen des Lockdowns sozusagen über die Runden helfen. Ähnliches gilt für die SPD, die noch stärker im Absturz befindlich war. Die haben sich mit der Corona-Politik gerettet. Erstmal. Aber wie sich jetzt in diesem völlig
gelangweilten Bundestagswahlkampf, das auch geprägt ist vom Tabu der Arbeitsverhältnisse, die kein Thema sind. Jedenfalls nicht in der Breite. Ja, ja, Mindestlohn erhöhen, sagt der Scholz jetzt ein bisschen. Das ist doch... Ja, ne? Das zeigt sich jetzt auch wieder, dass diese langjährigen Volksparteien sich mit der Corona-Politik noch ein Jahr, anderthalb Jahre gerettet haben und weiter retten wollen, aber ja, wie Norman auch schon dargestellt hat, in ihre Widersprüche geraten. Du sollst geimpft werden, obwohl du ja weiter infiziert werden kannst und Infektionen weitertragen kannst. Also, ne, die Widersprüche werden offener. Und diese abgestürzten Volksparteien, die keine Volksparteien mehr sind, halten sich sozusagen nur noch mit Hilfe des medialen Großbetriebs, staatlich wie privat, und aufgrund der Tatsache, dass aufgrund der Tabuisierung der Arbeits- und Sozialverhältnisse der Widerstand bei der Mehrheit der Betroffenen keinen organisierten Ausdruck findet. Ja, sitzt die herrschende Klasse fest im Sattel? Radio Erivan würde sagen, im Prinzip ja, aber sie ändert sich. Das heißt also, es findet, und vor der Pandemie längst begonnen, aber mit der Pandemie beschleunigt, findet eine Umgruppierung statt, die diejenigen, die bisher schon mächtiger geworden sind, jetzt nutzen, noch schneller sozusagen ihre bisherige Machtstellung noch schneller mit Hilfe der Corona-Politik auszubauen. Also Stichwort vereinfacht, ne, weil es schon ja relativ vom Phänomen her bekannt ist, Amazon. Ne, die ganzen Digitalkonzerne, die jetzt alle staatlichen Aufträge einheimsen zur Digitalisierung aller Bereiche, der Schulen, der Universitäten, des Gesundheitssystems, der Transportdienste, der und so weiter und so weiter und so fort. Und eben auch massenhaft neue, prekäre Arbeitsverhältnisse schaffen. Ne? Und diese ganzen neuen Lieferdienste wie Volt und Gorillas und Flink und so weiter, die sind noch aggressiver, weil sie die ganzen arbeitslos gewordenen Prekären, die schon in der Gastronomie und so weiter waren, die kriegen die jetzt zu noch billigeren Bedingungen. Und die Bundesregierungen schauen zu. Und die Gewerkschaften sagen nichts. Und die Linke weiß es gar nicht. Oder, ja, man weiß es natürlich, aber es findet keinen systematischen politischen Ausdruck. Ja. Das heißt also, die herrschende Klasse gruppiert sich um, also ne, vereinfacht gesagt, hier das Buch Die Kapitalisten des 21. Jahrhunderts, die unter der Regierung von William Clinton begonnene Deregulierung der Finanzakteure der Wirtschaftswelt, die da schrittweise groß gewordenen neuen Kapitalorganisatoren wie BlackRock und Blackstone und KKR und Fidelity und State Street, ne, und all diejenigen, die inzwischen die führenden Aktionäre aller wichtigen Unternehmen der westlichen Welt sind. Von allen Pharmakonzernen, von allen Ölkonzernen, von allen Agrobusinesskonzernen, von allen Autokonzernen, von allen Rüstungskonzernen. BlackRock, bei RWE, bei Deutscher Bank, bei Commerzbank, bei Rheinmetall, bei Bayer, bei BASF und so weiter. Die Regierung der
von Angela Merkel geführten haben darüber komplizenhaft geschwiegen. Und die Öffentlichkeit weiß es nicht. Ne? Aber das hat sich so umgruppiert. Und auch das ist ja ein Teil sozusagen des Niedergangs der Volkspartei CDU und CSU, sogar die CSU, für deren Verhältnisse, ne, da geht es auch abwärts, weil ein wichtiger Teil, nämlich der deutsche Mittelstand, der ist nicht mehr das, was er mal war. Das habe ich in diesem Buch dargestellt, die Kapitalisten des 21. Jahrhunderts. Seit dem Jahr 2000 etwa sind durch sogenannte Private Equity Investoren wie Blackstone, KKR, Carlyle, Permira und so weiter, nicht nur, was man ein bisschen weiß, öffentliche Wohnungsbestände aufgekauft worden, sondern bis zum Jahr 2020 ungefähr 10.000 der besten deutschen Mittelstandsfirmen aufgekauft, verwertet, restrukturiert, Leute entlassen, Löhne gesenkt, ausgelagert und so weiter. Weiß ich zum Beispiel, also 10.000, hat das jemand gemerkt? Vor Ort gab es immer große Proteste. Ich meine, Beispiel, ihr kennt vielleicht WMF, ja? WMF, ganz traditionelles deutsches Vorzeige-Mittelstandsunternehmen Baden-Württemberg, eine Perle sozusagen des deutschen Mittelstandes, 6.000 Beschäftigte, hochqualifizierte Produkte für die Küche, ne, Küchengeräte, ne, und was alles dazugehört. Vor 4 Jahren von KKR, schon mal gehört, wer KKR ist? Ne, 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 aufgekauft. Dort, ne, bei Böblingen und da, wo also eine ganze Region mit Städtchen und Dörfern sozusagen von den Arbeitsplätzen jahrzehntelang gelebt haben, da war Aufregung, jeden Tag Berichte in den Zeitungen. Überregional hast du nichts davon gehört. Ich habe zufällig das mitgekriegt, weil mich der Betriebsrat angerufen hat. Ja, KKR hat die Eigentümerfamilie ausgezahlt, fürstlich sozusagen. Die 4., 5. Generation hatte keine Lust mehr. Die haben genug geerbt, vorerblich. Als Kinder haben die schon ihre Millionen geerbt. Die studieren jetzt Kunstgeschichte lieber, statt sich jetzt, ne? Ja, KKR hat das gekauft, restrukturiert. Teile, wo sie gesagt haben, naja, also diese Löffel, diese Kaffeemaschine, die wird zu wenig verkauft, das stellen wir ein, haben Leute entlassen und profitabel gemacht, mit Schulden überhäuft, sich Gewinn ausgezahlt, 3 Jahre später an eine französische Heuschrecke verkauft. Tausendfach ist das in Deutschland passiert, in den letzten 20 Jahren, ohne dass das ein öffentliches, systemisches Thema gewesen wäre. An jedem Ort gab es große Aufregung. Oder zum Beispiel der Begriff Heuschrecken wurde dadurch ja bekannt. Und zwar dadurch, dass damals zufällig der SPD-Vorsitzende Müntefering hieß und eine Heuschrecke, auch KKR, in seinem Wahlkreis im Sauerland Grohe aufgekauft hat. Grohe, auch ne, der größte Badarmaturenhersteller, den es in Deutschland gab. Und der Müntefering hat das vor Ort in seinem Wahlkreis mitgekriegt von seinen SPD-braven Wählern und Betriebsräten, wie KKR da zugegriffen hat. Und deswegen hat er den Begriff der Heuschrecke geprägt, die ne, durch das Land zieht und leer frisst und wieder weiterzieht. Ja, damals war ein bisschen große Aufregung. Und dann wurde er des Antisemitismus angeklagt. Und schon war alles wieder Friedhofsruhe. Und das heißt also auch, das gehört zu dieser Umgruppierung, in der wir schon seit 2 Jahrzehnten mindestens drinstehen und die kein öffentliches Thema ist.
wo aber ja die Basis beispielsweise der wichtigsten Regierungspartei in Deutschland, CDU, ebenfalls schwindet. Und deswegen ist das nur eine Frage der Zeit, ne, nach der christlich lackierten Bundeskanzlerin Merkel, dass auch diese Partei, es ist nur eine Frage der Zeit, dass sie durch irgendwas anderes abgelöst wird. Was, das ist dann, ob die AfD sozusagen regierungsfähig wird oder sich eine Expertenregierung wie in Italien beispielsweise, ne? Das ist dann eine Lösung in so einer Frage, wenn Volksparteien abstürzen, dann kommen die Wirtschaftsexperten dann als die Retter, ne? Merz würde das machen. Ja, ne, das heißt also, bestimmte Teile der bisherigen Kapitalistenklasse werden in unterschiedlicher Weise aussortiert. Mit Gewinn oder auch ohne Gewinn. Einige gehen kaputt, einige retten sich in neue Paradiese und so weiter. Aber es bilden sich sozusagen die neuen großen Kapitalorganisatoren, von denen es ungefähr schätzungsweise 600 gibt, unterschiedlich groß, unterschiedlich spezialisiert und die auch sehr gute Regierungsbeziehungen haben. Ne, BlackRock beispielsweise ist Regierungsberater für von der Leyen, Europäische Kommission. Ja? Wie man das neue sozusagen den neuen Leitungskanon ESG, Environment, Social, Government, richtig umsetzt. Mit Nachhaltigkeit, ja? Ohne dass BlackRock aus den Ölkonzernen und Rüstungskonzernen aussteigen muss. Ja, letzte Frage. Die chinesische Pandemiepolitik, aber auch so ähnlich in anderen asiatischen Staaten, aber am konsequentesten in China. Warum war sie so erfolgreich vergleichsweise? Ja, die haben das gemacht, im Prinzip, ich weiß es jetzt nicht im Einzelnen und so weiter, aber im Prinzip, was hier nicht gemacht wurde, sie haben bei dem ersten Auftauchen des Virus das ernst genommen, sie haben Betriebe geschlossen, aber die vollen Löhne weitergezahlt. Die vollen Löhne weitergezahlt. Das wird unterschlagen. Ja? Und sie haben neue Behandlungsmöglichkeiten geschaffen. Hunderte neuer Krankenhäuser sind gebaut worden. Und die definierten Risikogruppen sind gezielt getestet worden. Nicht irgendwie so eine chinesische virologische Volksgemeinschaft konstruiert, wo jeder jeden anstecken kann, sondern nein, wo sind die Risikogruppen? Und so weiter. Und das geht natürlich bis dahin, wie Impfstoffe produziert werden, ne? Also sowohl in China wie auch in Kuba und soweit ich weiß, auch in Russland, ich weiß aber nicht genau, ne, werden ja Impfstoffe auf die bewährte bisherige Art, wie man Impfstoffe herstellt, produziert. Also ohne dass, ich kenne mich da nicht so genau aus mit Vektor und mit Geneingriffen, möglichen Geneingriffen und so weiter. Ja, aber das sind natürlich Prinzipien, die so im Westen nicht akzeptierbar sind. Ja, Betriebe schließen, aber alle Löhne weiterzahlen. Also das kannst du hier nicht durchsetzen. Ja. Soweit. Ja, vielen Dank, Werner. Vielen Dank, Norman. Wie kommt die Linke aus dieser Defensive heraus, in der sie hineinmanövriert wurde und sich auch selbst hineinmanövriert hat? Da gibt es
Also, wobei ich Linke im weitesten Sinne meine. Ich meine die Linke als Partei. Das ist sozusagen der konzentrierteste politische Ausdruck, aber daneben gibt es ja heute, gerade wenn sich ja eine wirksame Opposition gegen den neu formierten Kapitalismus fangen soll, dann müssen ja ganz viele neue Impulse, die auch außerhalb etablierter linker oder gewerkschaftlicher Positionen und Medien entstanden sind, die müssen ja mit einbezogen werden. Es gibt ganz viele Initiativen, die sich sozusagen nicht als links verstehen, aber potenziell links sind oder sein können oder Anschlüsse suchen. Und genauso wie sich sozusagen oben auf der Seite der Kapitalisten vieles ganz neu formiert hat, genauso entwickelt sich, wenn auch unsichtbar, vieles auf der Seite der arbeitenden Klasse im weitesten Sinne. Auch die arbeitende Klasse ist heute ganz anders zusammengesetzt als noch vor 10, 20, 50 Jahren. Und es gibt aber schon sehr viel mehr solche Kämpfe, die aber öffentlich verdrängt und nicht zum Beispiel in diesem Buch über Arbeitsunrecht in der Europäischen Union habe ich aus 12 Mitgliedstaaten über Kämpfe berichtet, über selbst neu, auch zum Teil neue Selbstorganisationen, die hier gar nicht bekannt sind. Beispielsweise Nordmazedonien. Schon mal gehört? Ja. Ja. Die Frau Merkel ist gerade da und sagt, ich helfe euch. Die hilft aber. Wem hilft sie da? In Nordmazedonien wurde unter EU-Regime zum neuen Bangladesch mitten in Europa ausgebaut. Dort sitzen die neuen Textilfabrikanten mit Niedrigstlöhnen. Für 200 Euro im Monat, die nicht immer gezahlt werden. Auch für deutsche Subunternehmen, die Deutsche Post, DHL ist da und Autozulieferer sind da und Textilunternehmen sind da. Weiß man alles gar nicht. Aber dort beispielsweise haben sich Textilarbeiterinnen selbst organisiert und haben eine breite neue Gewerkschaftsbewegung für den Textilbereich etablieren können in wenigen Jahren. Oder, ne, also ist nur ein Beispiel. Ich habe also aus 12 verschiedenen Staaten, Spanien, Lehrer- und Ärztestreiks in Kroatien, Werftarbeiter streiken in Kroatien. Hast du schon mal gehört? Das weiß man hier alles nicht. Ja? Und das heißt, es tut sich viel, wenn auch nicht sehr viel, noch nicht angemessen, aber es wäre die Aufgabe der Linken, das, was sich tut und auch in Deutschland tut, dem zu einem politischen und auch publizistischen Ausdruck zu verhelfen. Also man muss zum Beispiel auch die mit der Linken verbundene Medienlandschaft sich mal angucken. Da stehen eigentlich viele Neuerungen an. Es gibt ganz viele interessante Blogs und so weiter, die, ja, ne, aber da, das sind alles so einzelne Entwicklungen, die so jetzt jahrelang vor sich hingewurschtelt haben, weil sie, was weiß ich, mit dem neuen Deutschland oder jungen Welt oder was da so linke Medien sein sollen, nicht zufrieden waren. Und wie die wirklich sehr wichtige und ja auch schon international ausstrahlende Initiative Deutsche Wohnen Enteignungen zeigt, du musst verbinden die Gegnerforschung, wen haben wir eigentlich als Gegner, was hat der für Praktiken drauf, was hat der für Verbündete, was hat der für Helfer,
Und du musst diejenigen, die von diesen geschädigt, ausgenommen durch hohe Mieten, durch hohe Nebenkosten, denen musst du zu einer Selbstorganisation beitragen. Ja, das heißt also, aus dieser von Norman auch geschilderten sozusagen Bequemlichkeitsversorgung im reichsten Land sozusagen Europas, dieser Wohlstand ist nur noch für die Mehrheit erreichbar oder wieder erreichbar oder gestaltbar, wenn man sich selbst organisiert. Selbstorganisation, das ist eine ganz wichtige, und zwar verbunden mit dem Rückbezug auf die Menschenrechte, wobei wir uns und auch die Linke sich ausklinken müssen aus diesem pervertierten westlichen Menschenrechtsverständnis, was nur bestenfalls Meinungsfreiheit oder ein bisschen Versammlungsfreiheit und so weiter bedeutet, die aber sowieso auch schon eingeschränkt werden oder abgeschafft werden. Die Breite der Arbeits- und sozialen Menschenrechte als eine Grundlage der Neuorganisation der Betroffenen. Ja, soweit. Danke, Werner. Norman, du hast das Schlusswort. Also ich wollte eigentlich nichts zu der Situation der Linkspartei derzeit, wie sie um ihre Fortexistenz im Parlament kämpft, sagen. Aber da du, Lutz, das wohl angesprochen hast, will ich statt theoretischer Erörterung ein Beispiel machen, was das hier sinnfällig, glaube ich, aufzeigt, die Situation. Ihr habt vielleicht in der Welt und in den Zeitungen stand es so, dass der Berliner Kultursenator Lederer, ein Mitglied der SPD, nee, der Linkspartei. Der Linkspartei. Und der erste Promotionsstipendiat der Rosa-Luxemburg-Stiftung jetzt gesagt hat, die Linke müsse sich von ihrem sozusagen partiellen Pazifismus trennen und sie müsse sozusagen die Gebote der Zeit auch erkennen. Und er hätte auf jeden Fall dem Mandat für die Bundeswehr zum weiteren sozusagen Aufmarsch in Afghanistan zugestimmt. Es ist meines Erachtens, das ist der sinnfälligste Ausdruck dafür, dass es einer solchen Partei sinnlos ist, in die Regierung zu verhelfen. Dieses ist nicht. Das kann jeder CDU, das kann jeder SPD und FDP-Senator genauso. Und wenn die Partei nur dazu da ist, ihre sozusagen Regierungsbeteiligung unter solchen Voraussetzungen zu machen, dann ist es vollkommen sinnlos, ihr dahin zu verhelfen. Was ihr fehlt da drin, ist, um es auch plakativ zu sagen, der Verlust jeglicher Radikalität der Betrachtung der Realität. Sondern sie ist auf dem Weg, sich überall irgendwie einzuschleimen und irgendwie dort irgendwo mitzumachen. Lederer ist nur der im Augenblick frischeste Auszug, aber ich könnte bei unserem sozusagen Chefsozialdemokraten Bartsch eine Vielzahl von Geschichten hinzufügen. Das heißt, der Verlust wirklich der Analyse und Verlust auch des politischen Auftrags einer radikalen und auch einer linken Partei. Das ist es, was sozusagen eigentlich das Elend dieser Situation und dieser Partei im Augenblick ausmacht. Das zu überwinden, ist unsere Aufgabe, wenn es denn überhaupt noch möglich ist oder dass es nicht in Vergessenheit will. Und da will ich nur ganz zum Schluss doch noch an das Stichwort, was Franzi da mit der präventiven Aufstandsbewegung Bekämpfung gesagt hat, in sozusagen globale und internationale Maßstäbe einmal übertragen, da wird es auch nochmal sinnvoll. Ich bin zum Beispiel nicht der Ansicht, dass der, weil wir es jetzt gerade haben, der Angriff auf das World Trade Center eine sozusagen Inszenierung oder ein geplantes Projekt der amerikanischen Regierung gewesen ist. Aber man hat das genommen, um sofort
alte Pläne der sozusagen Hegemonie und imperialen Machtsicherung zu übernehmen und damit sozusagen präventiv schon gleich zu sagen, wir haben jetzt die Möglichkeit, dort, wo wir immer hin wollten und was wir brauchten als Stützpunkt gegenüber den Chinesen, den Russen, in Jena, nämlich Afghanistan, das zu besetzen und dort unsere sozusagen Aufstandsbekämpfung zu machen. Und das ist das wesentliche Moment eigentlich gegenwärtig im 20. angesichts des 20. Wiederkehr des 9/11, dass das so gescheitert ist. Die sind an ihrer eigenen Widersprüchlichkeit dieser Aufstandsbekämpfungspolitik gescheitert. Ich glaube nicht, dass Biden das durchführen kann, dass er sagt, wir ziehen uns zurück. Es ist nicht mehr unsere Aufgabe, die Welt von unserem guten System zu überzeugen, und zwar mit militärischen Mitteln. Da wird es immer wieder zukommen, aber es zeigt doch den Untergang einer solchen Hegemonialstrategie. Und daran müssen wir ansetzen im Internationalen, dass wir eben sagen, ja, sozusagen diese Organisation, die das immer noch verfolgt, kann man in der FAZ gestern nachlesen durch den Generalsekretär der NATO, nämlich eine Weltordnung durch die NATO zu erzwingen, das ist ein, sozusagen, ja, das ist ein Projekt der vergangenen Zeit. Das muss überwunden werden. Das kann man nur dadurch, dass man andere Formen der Friedenssicherung jetzt propagiert. Das darf nicht verloren gehen. Das ist immer noch das einzige Alleinstellungsmerkmal dieser Partei, was wir eigentlich retten müssen. Das ist dort auf der Ebene, ist das meines Erachtens sehr klar, wie wir handeln müssen, dass wir das nicht verlieren dürfen. Und gehen wir wieder zurück, auch der Lockdown als ein Instrument der Aufstandsbekämpfung ist gescheitert. Und zwar aus den eigenen und inneren Widersprüchen, die dieses Lockdown hervorgerufen hat, dass es nämlich jetzt eingesehen wird, wenn wir es weitermachen, wird die Jugend, die wir eigentlich dann brauchen für die Produktion unseres Mehrwerts und unserer Gesellschaft, die wird unzureichend ausgebildet. Die können wir nicht mehr verwerten. Die ist dann einfach nicht mehr tauglich, um unsere Ziele zu machen. Deswegen dürfen wir sie nicht so weiter sozusagen prekarisieren oder intellektuell vernachlässigen, sondern das ist der eigentliche Grund, weswegen man jetzt sagt, wir können keinen weiteren Lockdown uns leisten, weil nämlich die Zukunft unseres Workforce damit eigentlich vor die Hunde geht. Und daran müssen wir ebenfalls ansehen, an diesen Widersprüchen, die dieses System sich selber führt und klar sagen, nein, so geht es nicht weiter. Und dann muss man sehen, auch da komme ich wieder dazu, wir müssen das System ummodeln und wir müssen die Eigentumsfrage auch in diesem Bereich des Gesundheitssystems, obwohl ich dir zugebe, da gibt es sehr viele Fragen, aber die kann man diskutieren, die sind lösbar. Die Schwierigkeit der Umsetzung vernichtet nicht die Sinnhaftigkeit dieses Vorschlags und dieser Möglichkeit, die in diesem Grundgesetz auch ist. Ja, und damit wünsche ich euch einen schönen Nachhauseweg. Ja, nochmal herzlichen Dank, dass du auch so weit gekommen bist. Vielen Dank, Norman, vielen Dank, Werner, euch auch allen vielen, vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Aber ich glaube, es hat sich wirklich gelohnt. Das war wirklich ein sehr aufschlussreicher, schöner Abend. Was man immer auch nicht vergessen darf, all diese ganzen Missstände sind durch Menschen gemacht und Menschen können das auch wieder ändern. Also das ist kein Naturgesetz und dafür lasst uns kämpfen und erstmal euch einen schönen Heimweg. Danke. Ja.